Hi. Guten Tag. Frohes Neues. Ja, Happy New Year. Wir machen Brownies. Schoko-Kirsch-Brownies. Ja, weil sie hat gefragt, welchen Kuchen ich mir denn wünsche zum Geburtstag. Und ich habe irgendwas mit Schoko und Kirschen und sowas. Und dann hat sie das da vorgeschlagen. Ja, falls du neu hier bist, wir sind Nico und Froni von salala.de. Und bei uns hier dreht sich alles um Low Carb und Keto. Für die Brownies brauchen wir Mandelmehl, und zwar sind es 80 Gramm teilentölt. Schokolade, damit sie halt braun werden, das sind 300 Gramm. Du kannst zuckerfreie Schokolade nehmen. Wenn du keine zuckerfreie kriegst, geht auch 85%ige Schokolade. Dann brauchen wir Bambusfasern, das sind 30 Gramm. 4 Eier, 10 Gramm Flohsamenschalen Mehl. Butter sind 125 Gramm. Erythrit, davon brauchen wir 150 Gramm. Wir tun ein bisschen Monkfruit mit rein, damit es nicht so kratzt im Hals. Ein bisschen Backkakao, und zwar sind es 10 Gramm, ein Teelöffel Backpulver, eine Prise Salz, ein halber Teelöffel Vanille, und das sind Sauerkirschen, 350 Gramm abgetropft. Die gibt es in zuckerfrei, ich glaube beim DM war das. Mhm. Und online gibt es natürlich auch welche. Was wir jetzt zuerst machen müssen, ist die Butter und die Schokolade schmelzen, und das machen wir in einem Topf in einem Wasserbad. Und zwar mache ich das bei recht geringer Hitze, weil unser Induktionsfeld ziemlich viel Power hat. Und ich will ja nicht, dass es kocht. Butter rein. Schoki rein. Und während das jetzt alles vor sich hin schmilzt, können wir auch schon die Eier und das Erythrit zusammen verrühren. Die 4 Eier verrühre ich jetzt zusammen mit dem Erythrit. Und wir haben unser Erythrit zu Pulver gemahlen, weil es sich dann einfach viel besser mit der Masse vermischt. Du kannst auch Allulose nehmen. Es geht natürlich auch Xylit für den Kuchen. Ich nehme halt gerne Erythrit, weil es günstig ist und auch keine Auswirkung auf Blutzucker und Co. hat. Damit es aber nicht so kratzt im Hals, gebe ich noch 2-3 Tröpfchen Monkfruit mit dazu oder 4. Alternativ geht auch Stevia. Und da rein kann ich im Grunde auch schon die Vanille geben und die Prise Salz. Und das muss jetzt gut verrührt werden. Das soll ziemlich gut schaumig sein, und jetzt müssen wir nur noch warten, bis unsere Schokobuttermasse geschmolzen ist, und dann machen wir weiter. Die Schoki ist mit der Butter zusammen geschmolzen. Jetzt müssen wir einfach nur noch die Schokolade in das Eigemisch reintun, und es ist warm, aber es ist nicht mehr so heiß, dass es irgendwie stocken könnte. Das hat sich jetzt gut vermischt, und es hat gerade noch gedampft, ja, das war aber das Wasser, was man da noch gesehen hat. Die Schokolade war ein bisschen über Körpertemperatur, also war okay, es ist nichts gestockt. Und jetzt muss ich einfach nur noch das Mandelmehl mit den Flohsamenschalen vermischen, und das mache ich tatsächlich immer vorher, bevor es in den Teig reinkommt, weil so sich die Flohsamenschalen schön drin verteilen und wir nicht dann irgendwo einfach so einen Flohsamenschalenmehlhaufen haben. Einmal die da unterrühren, und dann können wir dasselbe dann mit dem Backpulver auch schon machen. Das waren so 1,5 Teelöffel in etwa. Und ich stelle gerade fest, ich habe beim Zutaten aufschreiben, welche das wir brauchen, versehentlich für die Bambusfasern die Menge für die doppelte Menge erwischt. Wir brauchen nämlich keine 30, sondern nur 15 Gramm Bambusfasern. Ja, das habe ich jetzt so Pi mal Daumen. Sollte ungefähr klappen. Also das dürften noch mal ungefähr 15 Gramm sein, weil sonst wird uns nämlich der Kuchen echt zu fest, und das wollen wir nicht, weil wir brauchen ja den Backkakao auch noch da drin. Es sind Brownies. Brownies, Küchlein, Mini-Küchlein. Und das Mehl ist jetzt ungefähr vermischt, so ein bisschen. Und ich gebe das jetzt portionsweise zu dem Teig mit dazu. Portionsweise, das war jetzt irgendwie eine, da ist erste Dreiviertel und dann... Es ist eine Portion. Ich rühre mal. Das ist jetzt untergerührt. Wenn dir der Teig zu fest wird, weil du, weiß ich nicht, ultra saugende Flohsamenschalen hast oder so, dann kannst du da auch noch ein bisschen Milch mit dazu geben oder auch den Saft von den Kirschen mit noch rein, bis es etwas flüssiger wird. Aber Brownies sind vom Teig her ja sowieso fester. Also sprich, vorsichtig sein. Von der Flüssigkeit meinst du jetzt? Ja. Ja, genau. Die esslöffelweise einfach drunter geben. Ich habe jetzt bewusst gesagt, das bleibt jetzt so von der Konsistenz her, weil wir haben ja jetzt noch die Kirschen, die drunter müssen. Und davon gebe ich jetzt ungefähr so, ja, weiß nicht, 2/3 damit drunter. Und die anderen tun wir dann oben drauf. Vielleicht auch ungefähr die Hälfte. Also mit damit drunter meint der Bayer da rein. Ja, da rein. Und dann hebe ich das unter. Und deswegen ist es am Ende dann drunter. Ja.
Ja, es ja. Ist, ist, manchmal habe ich das Bedürfnis zu übersetzen. Das ist in Ordnung. Wenn wir da jetzt noch einen Schluck Kirschwasser reingeben und ein bisschen Sahne drauf am Ende, dann haben wir Schwarzwälder Brownies. Ja. Fast. Also, ja. Ist schon nah dran dann. Ja, also ich würde sagen, wenn wir mal Schwarzwälder Brownies machen sollen, dann schreib das in die Kommentare, was du das gerne hättest. Darf ich auch in die Kommentare schreiben? Du darfst auch in die Kommentare schreiben, klar. Gut. Dann schreibe ich, weil will jemand für mich in die Kommentare schreiben, bitte, weil ich möchte eigentlich gerne Schwarzwälder Brownies haben. So vielleicht nächste Woche. Nächste Woche. Eventuell. So zum, weiß ich nicht. 33. zum Geburtstag. Füll das jetzt noch mal rein. So, wir haben jetzt hier eine Brownie-Form. Wenn du sowas nicht hast, ein kleines Backblech geht natürlich auch. Dann musst du halt hinterher deine Brownies selber noch zerschneiden. Bei uns kommen die schon fertig geschnitten raus. Aber ich meine, basically ist es eine eher flache Kastenform. Die hat halt noch den Vorteil, da geht dieser Boden hier so raus. Ich weiß gerade gar nicht, wie viel Größe das ist. Ich blende das mal hier ein, ich werde es hinterher messen. Wir müssen das da einfach nur ungefähr schön glatt reinstreichen. Und dann gebe ich die restlichen Kirschen obendrauf. Mit dem Saft. Und drücke die nochmal leicht an. Da geht es einfach darum, dass wir oben dann auch noch sehen, dass da Kirschen drin sind. Unser Backofen heizt vor auf 160 Grad Umluft. Und da müssen diese Brownies dann so für 20 bis 30 Minuten lang backen. Ja, ich kann jetzt nicht sagen, bis sie goldbraun sind, aber bis sie durch sind, das kannst du mit dem Zahnstocher prüfen, wenn du den einfach reinsteckst und dann bleibt nicht mehr viel Teig dran, dann sind die fertig. Und dann können wir die auch schon probieren. So, und ich gebe jetzt einfach nur den Trenner da mit rein. Bevor die jetzt in den Backofen gehen, drückst du da unten auf das Däumchen, wenn dir gefällt, was wir hier machen. Auf das da, genau. Weil Däumchen retten Videos. Das ist nur die Demo für meinen Geburtstagskuchen. Deswegen darf ich den jetzt probieren. Und nächste Woche gibt's, wenn der gut geworden ist, gibt's noch einen eigenen vielleicht. Ja, weil wenn du uns schon länger folgst, dann wirst du wissen, dass wir Rezepte selten vorher ausprobieren, sondern sie immer live on cam machen. Und ich kann dir sagen, 25 Minuten Backen haben bei uns gereicht. Und sie werden beinahe verbrannt, aber nur beinahe. Das Braune kommt von der Schokolade. Mm. Die sind richtig gut. Mm-hmm. Mm. Oh ja. Sehr lecker. Mhm. Wenn du nicht verpassen willst, wenn wir in diesem Jahr wahrscheinlich noch einige Kuchenrezepte rausbringen, ich weiß, man soll nicht mit vollem Mund sprechen, aber egal jetzt, dann drück da unten auf den Abonnieren-Knopf und daneben aufs Glöckchen, damit YouTube dich benachrichtigen kann, wenn denn neue Videos da sind. Was sie sagt. Bis nächste Woche. Und ich bin voll saftig. Ja. Geilo.